Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zum allerersten Tag in der Mo Academy, einer ganz besonderen Schule. Das werdet ihr noch erfahren, was hier so besonders ist. Was auch sehr besonders ist, ist Awesome Pommes. Hallöchen! Hallöchen. Lord, ich habe mir die teuerste Klasse gekauft und damit habe ich eine Slingshot und kann Elina passendes Ketchup besorgen. Guck mal. Zack, kann ich mit Tomaten beschießen, da haben wir Pommes rot, ey. Ah, du hast ein Medikit, das ist wichtig, wichtig, wichtig. So, was ist denn die Aufgabe? Hier links unten haben wir unsere HP, rechts unten haben wir unser Geld, das ist aktuell noch 0. Da haben wir das Sportstudio, das Fitnessstudio, was sagt der gute Herr? Wir brauchen 20 Dollar, um da vorbei zu... Hey, der kann jetzt schon vorbei, der ist übel Rich Kid. Boah. Ah, der hat sich das ganze Geld, glaube ich, geschnappt. Scheiße. Stimmt, man kann ja in diesen... Essen, wichtig. Banane, wichtig. Man kann in den Spinden nachgucken. Wir gehen noch nicht rein, wir haben noch Zeit. Wir müssen noch ein bisschen sammeln, die sind Leute. Die bleiben ja alle leer. Ich habe zweimal Essen gefunden, aber Geld habe ich gar nicht gefunden. Ich habe auch zweimal Essen und keinmal Geld. So, ich muss mal rein. Nicht, dass wir sterben, wenn wir zu spät reingehen. Ich habe eine Hähnchenkeule und eine Banane. Ein bisschen Healing wenigstens. War das hier nicht auch irgendwie? Hier sind auch Schränke, Elina, schnell. Oh, schnell durchsuchen, schnell. Ja, Banane, nix, nix. Was haben wir hier Essen. Drin? Hier ist nix. Essen, ich hab Geld, ich hab Geld. Oh, Geld, nice. Hier ist nix. Hier machen wir noch auf und hier machen wir noch. Okay, nix. So. Willkommen in der Geschichtsklasse. Nehmt Platz und ich werde euch, also ich werde eure Mental Health verbessern. Okay, das heißt, wir bekommen Heilung. Geil. Ben, ich hab 21 Dollar. Ey, dann kannst du in die Gymklasse jetzt schon. Junge, der schießt mit Papierkugeln. Ich schieße eine Tomate in die Fresse. Sei mal vorsichtig, was. Junge, die bespuckt mich. Hallo. Was hat die für einen Rucksack? Weiß. Okay, ich hab keine Ahnung, ob das gut ist. Gold bedeutet, man ist schon Sieger, Leute. Man hat das Spiel schon mal gewonnen. Das heißt, Gewinner, Gewinner, Gewinner. Verlierer? Elina, du wirst fertig gemacht gerade. Ich schieße dir in die Schnauze. Schieß ihn ab, Alter Ben. Den heil ich ja mal nicht. Der heißt Elias, ey. Den lass mal elendig sterben. Klasse ist vorbei. Boah, Geschichtsunterricht war anstrengend jetzt erstmal. Ja, in die Cafeteria, da sehe ich mich. Erstmal Päuschen machen. Oh, so, hier kannst du für 8 Dollar einen Apfel, für 10 Dollar ein... Also, ich vermute, das ist ein Käse. Und für 6 Dollar einen... Cappuccino, eine Cabin Rhino, okay. Ist jetzt alles nicht so geil. Ich habe eh auch 0 Dollar, also ich kann es mir. Ja, auch wenn ich es will, könnte ich es mir auch nicht kaufen. Ey, ich kaufe mir jetzt einfach hier Gym Geld. Sofort. Was gibt's denn? Ich habe Geld, ich habe Übergeld. 12? 17? Den hast du mal 3 Mark für mich? Ich habe ein Geld, 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 Geld. 21 Leute. Nimm die. Ah, nein, Unterricht geht weiter. Mann, Ben, nimm die Beine in die Hand, ey. Ich habe einen Hammer gefunden, da Ben. Da ist ein Hase. Der ist neu. Guck mal. Ein Hase? Der ist doch neu. Nee, ist das nicht die Rabbit? Wir haben doch auch ein Maskottchen. Ach, unser Maskottchen. Das ist doch auch so ein Hase. Wir müssen zum Lesen, die damit sie lesen. Lesen. Boah, die haben Hamster, das ist cool. Das ist voll üblich in Amerika. In Deutschland kenne ich sowas gar nicht. So ein eigener, so ein Klassenhamster. Mir würde es voll leid tun. Oh Gott, ich habe die freigelassen. Schnell wieder zu. Oh nein, Ben. Oh Gott, Puffy. Okay, ich muss Platz nehmen, warte. Hier. Ich sitze ganz hinten, ich bin cool. Hallo. Danke. Du kannst mir mal ein Medkit geben eigentlich, Elina, sag ich dir ehrlich. Was? Jetzt schon? Ja, das regeneriert sich doch, oder? Wäre doch klug, es jetzt zu machen. Aber du bist grün. Ja, aber nicht voll. Medkit, Medkit. Oh! Gegönnt. Geil. Ich bin der Frau, ich gönne. So, Geschichtslehrerin. Ja, haust du rein. Tschüss. Ah, so. Schule ist vorbei. Ab Schule nach Hause, auf, ey. Ab nach Hause. Schule ist ab an die Playsee, ab an die Switch, Alter. Geil zocken. Tschüss. Wir haben das Nachsitzen vergessen, Elina. Nein. Oh nein, was haben wir denn jetzt schon wieder angestellt? Haben wir uns schon wieder verprügelt im Klassenzimmer? Weiß ich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, Ben. Auf ins Klassenzimmer, ja, wir müssen nachsitzen. Ja, trauriger Smiley, so fühle ich mich auch gerade. So. Nachsitzplan. Ich habe mit Gigamate gefightet. Wer ist das? Ach, das ist dieser Muskelatze. Und du hast gekämpft mit... Du hast Anime-Zwillingsbär der Klasse geguckt. Ja. Oh, weiß ich nicht, Elina, weiß ich nicht, ey. Wir haben 8 Stunden nachgesessen, offensichtlich. Es ist über... Oh, 2 Kaffee. Check mal die Kiste hier hinten, also die Schublade. Oh, ja. Okay. Ach so, die beginnt jetzt erst. Was ist das denn? Aber schon dunkel. Wir sitzen schon seit 8 Stunden hier. Psycho-Maskottchen, die Geschichte des Psycho-Maskottchens. Weiß ich nicht. Das möchte ich eher nicht kennenlernen. Lasst es lesen. Das könnt ihr mal schön alleine machen, ey. Weiß ich nicht. Da sehe ich mich jetzt eher nicht, das zu lesen. Ich sehe mich da komplett. Die Schule ist jetzt zu Ende. Der Tag ist auch zu Ende.
Es ist Zeit für die Studenten nach Hause zu gehen. Die Studenten. Schüler, ich sag immer schon. Schüler nach Hause zu gehen. Aber Mo, das Maskottchen, wird bleiben und umherstreifen. Oh Gott. Schüler, die sich nicht benehmen können, werden nach der Schule nachsitzen müssen. Das ist die Zeit, wo Mo komplett ausrastet. Du solltest aufpassen, nicht zu stolpern. Ja, das wäre natürlich ganz ehrlich. Am Ende kann niemand seinen Klauen entkommen, seinem Griff. Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist Mo, Alter, das Psycho-Kuscheltier. Hast du mal im Kreisrennen ein bisschen abgekühlt, ey. Okay, es sind Gerüchte umhergegangen, dass das Schulmaskottchen böse ist. Ich frage mich, wer das Buch geschrieben hat. Ja, locker der selbst, Alter. Junge Lina, du haust ja hier schon mal. Alter, du hast aber auch eine Armreichweite, die ist ja unnormal. Mhm. Oh, Gym ist geschlossen. Ich habe jetzt genug Kohle gehabt, ne? Schade. Sind hier was Sachen in den Schränken? Kann ich hier mal gucken? Ich zieh ab, Alter. Ich gehe nach Hause. Tschö. Okay, das könnte etwas schwieriger werden. Wir brauchen offensichtlich einen blauen, einen grünen und einen roten Schlüssel. Sind die hier drin? Wir brauchen drei Schlüssel. Ich glaube, man muss erstmal die Tür laufen, ne? Erstmal checken, ob das hier auch wirklich verschlossen ist. Kann ich das vielleicht aufbrechen mit meiner... Also vielleicht mit Tomaten? Nee. Mo hat drei Schlüssel versteckt. Finde sie und öffne die Haupttür, um zu entkommen. Okay. Alter, der hat auch... Ja, moin, das Schulsicherheitssystem. Das ist ja geschützter als eine Sparkassenbank. Da ist er, Ben. Dieser creepy Typ, ey. Der war ein bisschen Angst. Okay, egal. Ich will alle Schlüssel, das ist mein Ziel. Let's go. Okay. Werd sie dir klauen. Ich hab einen. Ersten hab ich. Schade. Oh Gott. Okay, warte. Wir machen Risiko, dass da keiner ist. Oh mein Gott. Du hast den der zweiten. Der war da. Nee, ich hab den zweiten der nicht. Der war in dem Schubkasten drin. Nicht Schubkasten. Wie heißt denn die Dinger? Schließfach. Okay, man kann gar nicht alle aufmachen. Weiter, Benson. Hier muss der letzte sein. Oh Gott. Ich muss näher ran. Ja, rot. Ich habe zwei gefunden. Das war stark. Ich habe den anderen gefunden, Ben. Nice, die können raus. Ich hau instant ab, Alter. Das war aber auch wild, ne? Ich bin da auch fast mehrmals in die Laser gelaufen. Oh Gott, ich bin gerade in den Laser gelaufen. Ich habe HP verloren. Ben. Das war Quark. Medkit, Elina, ich brauche Medkit. Ich komme, Ben, und rede dich. Regenerieren die sich? Also kannst du jetzt wieder? Ja, kann ich. Ja, dann geh mal her, Alter. Ja. Die Frikadelle. Wow, ich habe voll HP. Wieso geht man denn am nächsten Tag wieder in diese Schule, wenn man gerade von so einem Horrormaskott... Warte, oh, ins Gym. Schnell. Ich habe 21 Dollar. Let's go. Ich habe 1 Dollar. Die erste... Ja, du warst ja... Was gibt's denn im Gym überhaupt? Das gar nicht erzählt. Da kann man pumpen gehen und das... das heilt dich. Ja, ja. Ja, aber ich habe volle HP. Außerdem habe ich da einen Hammer gefunden. Oh, Hammer? Fühle ich. 20 Dollar. So, Hammer ist jetzt... Ah, eine Brechstange meinst du? Ich habe eine Brechstange. Ja, nee, ich hatte in der Schublade geguckt. Was ist denn das? Warte mal, da ist was. Ah, Geld. Ja, okay, 4 Dollar. Nina, dicker Junge, das sieht aber sehr gefährlich aus, weiß ich nicht. Oh, okay, das sind 5er, denke ich. Das sind 2,5er. Das heißt, das sind 10, 15. Das sind 40 Kilo, Nina, nicht schlecht. Ach so, man muss ja hier ein Spiel spielen. Stimmt. Rein hier. Okay, was muss ich machen? Willkommen zum Musik. Warte mal, merkt ihr die... Grün, rot, rot. Wir haben uns gemerkt, klar. Grün, rot, rot. Gut, Geld, reingetütet. Blau, gelb, grün, grün, grün. Hammer. Blau, gelb, grün, grün, grün. Geld, reingetütet. Rot, grün, grün. Rot, rot, blau. Rot, grün, grün, rot, rot, blau. Hammer. Rot, grün, grün, rot, rot, blau. Rot, grün, grün, rot, rot, blau. Oh, jetzt wird's schwierig. Ah, jetzt anstrengend. Oh, blau, grün, blau, grün, blau, rot, blau. Blau, grün, blau, grün, blau, rot, blau. Okay. Blau. Grün, blau, rot, blau. Easy. Boah, aber jetzt schon. Ah, es gibt gar nicht mehr. Ich habe alle geschafft, Elina. Jawohl, Benson. Alter, wieso haben mich alle bespuckt, während ich das gemacht habe? Ich habe angefangen und haben die einfach mitgemacht. Hey, das ist Mo. Nee. Ist die Football-Mannschaft. Und der Kapitän, die sehen alle ein bisschen wütend aus. Das sieht doch aus, als ob das 20 Mal der gleiche wäre. Yep. Der ist richtig sauer. Hey! Edwer hat was aus meinem Spind gestohlen. Okay, gut, das kann ich vielleicht gewesen sein. Okay, jetzt werdet ihr alle den Preis dafür bezahlen. Alter, die werden ich hab kein Geld mehr. Die werden uns anders zusammenschlagen, Elina. Zusammenschlagen? Oh Gott, sind, glaube ich, eine Brechstange. Ich habe ja diese Distanzwaffe, die ist OP. Wir machen Ego-Perspektive auf Profi. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Wir machen so einen Sprintangriff. Oh. Ja. Ich kümmere mich nur um den erstmal. Ich habe noch keine AP verloren. Ich weiß nicht, ob ich HP verliere. Mann, Elias kämpft doch mit!
Alter, Lina, hier rennt 8 Leute hinterher. Ja, ja, ich mach helf dir, ich helf dir. Schön mit den Tomaten beschieße ich die. Kann ich gedrückt halten auch? Nee. Oh Gott. Oh, spring, spring. Das Angriff von ihm. Oh, scheiße. Oh, ich hab ein Mega-Problem. Hilfe. Ich helf dich. Kann ich mich selber heilen? Oh nein. Ben, ich kann mich nicht selber heilen. Ich sterbe, Lina. Ich sterbe. Ich mach das. Aber die halten über 4 aus. Hier, die Brechstange. Das ist doch bestimmt besser, oder? Ja, Brechstange geht schneller. Okay, ich hab einen. Ach, die stehen wieder auf, wenn man die K.O. hat. Nee, nee. Ach, dann bin ich der Einzige, der je einen gekillt hat. Ich bin fast tot, Ben. Ich bin fast tot, Alter. Du bist nur. Ich helf dir. Ich hab noch einen. 2. Oh Gott, einer rennt hinterher. Nicht stehen. Nein, ich kämpfe. Naja, ich lebe so halb, aber ich hab halt... Alter. Oh Gott. Boah, das hat mich voll der Kajüte gehittet. Oh, das hat mich auch gehittet. Alter. Alter, das ist ein schwerer Kampf. Was geht denn? Ja, der kriegt Überschaden. Bringt ihn sein komischer Hops-Angriff da auch nichts, ey. Versager. Boah, Alter, der hat dir eine Überfaust gegeben. Easy. Ja. Hey, da lebt noch einer. Hä? Da war noch einer, der lebte noch. Alle haben überlebt. Das glaube ich jetzt aber nicht. Das ist ja voll krass. Das war knapp. Wir sollten rausgehen. Ja, besser ist auch eher. Was haben wir jetzt, Leute? Haben wir jetzt Chemie oder was? Ich brauche unbedingt Geld oder Essen. Oh, darauf habe ich gar nicht geachtet. Oh mein Gott. Ich habe noch Mathe. Oh, Mathe. Ich liebe Mathe. Ich hasse Mathe. Ja, ich weiß. Komm, nehme ich, Elina. Ich verrate dir die Lösung. Kein Problem. Ja, warte. Als erstes muss ich hier den Klassenraum wieder ausräumen. Ach ja, stimmt. Vielleicht haben wir hier Essen. Ja, Geld? Ja, Geld Apfel? Bringt nichts. Wir brauchen Essen. Ja, ich habe Apfel. Ich hab Apfel. Boah, Abelschorle, da hätte ich jetzt Bock drauf. So eine richtig leckere Abelschorle, oder? Nee. Ja, lass erste Reihe, das macht immer guten Eindruck. Dann kriegen wir bestimmt mehr Punkte. Ich bin voll tatsächlich. Diese Tomaten-Slingshot ist krass. Ja, das Medikit hat gar nichts gemacht. Na doch, für die anderen halt, nur für dich nicht. Ja, der Mann ruhig ein bisschen Malle machen können, ey. Ich habe gar nichts gemacht. Nur gechillt. Chillige Schule tatsächlich, deswegen kommt man hier auch hin. Ja, also ehrlich so, ey. Mose Academy kann sich sehen lassen. Meine war dagegen wirklich heftiges Geknechte, muss ich ehrlich sagen. Wieder Klassenzimmer. Ach, nachsitzen schon wieder. Warum das denn? Ja, weil ich Animes geguckt habe. Immer noch derselbe Grund, oder was? Mhm. Mann, Gigamat, ey. Du hast da auch angefangen. Ich habe mich nur gewehrt. Mo ist vermutlich gerade am durch die Gänge streifen. Wir sollten ihn auf jeden Fall ausweichen. Vermeiden. Das hast du wohl recht. Kann ich hier was sehen? Nee, nix. Da hat jemand ein Fenster geöffnet, Ben. Hä? Ja? Durchs Fenster. Wir können schaukeln. Oha, kann man Überschlag machen? Nee, ich glaube nicht. Doch, safe. Nee, ist ja voll low. Boah. Oh nein, die Hexenlache. Warte mal, kann ich jetzt da hinlaufen? Kann ich da hinlaufen? Das ist ja überlustig. Warte, ich versuch's. Ich lauf. Ja, ich sehe mich halt gerade nicht, ne? Ich weiß nicht, ob ich wirklich hinlaufe. Nee, verdammt, ich kann nicht hinlaufen. Ist ja so lustig, wenn ich jetzt von rechts reinlaufen würde. Er will mit uns Verstecken spielen. Na, hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Wo sind wir denn jetzt? Oh, schnell. Achso, Ben, lauf. Rechts. Es ging auch gar nicht nach links, aber egal. Okay, weiter hoch. Schnell. Elias führt uns an. Links. Also, es geht hier noch links. Links. Boah, das ist voll die optische Täuschung. Man sieht gar nicht, wo es lang geht. Ist der hinter uns? Der ist anders hinter uns. Oh, mein Gott. Ich bin Erster. Speedy. Oh. Oh Gott. Das war Knabberoni, Alter. Hier lang. Jetzt rechts. Oh, rechts. Ist der hinter uns? Ja, safe. Aber ja, man hat Platz. Erst ein paar Sekunden. Also eine Sekunde. Weiter. Nach oben. Oh, hier hochkrabbeln. Oben. Schnell. Ja, wir haben es geschafft. Haben wir? Also so halb. Wir müssen, glaube ich. Hier ist ein Gitter. Nein. Oh, hier geht's nicht weiter. Labyrinth. Ah doch, hier. Puh. Alter Schwede. Wir leben noch alle. Cloud Girl wird jede Sekunde erwischt. Oh mein Gott, ich kann gar nicht nach hinten gucken. Nee, du bist safe. Oh Gott, naja, wir sind safe. Aber die haben da richtig Stress. Alter, der ist so am Sprint. Oh nein, da wurden welche erwischt. Die liegen hier. Die müssen wir befreien. Zwei wurden erwischt, geht aber eigentlich. Natürlich, aber wieder in die Schule gegangen, auf chilliger Basis. Ja, auf cleverer Basis. Ich bin clever. Okay, halt. Ach so, das sind Bullies. Oh, die schlagen uns in die Fresse. Wir haben eine Klassenarbeit zurückbekommen, Ben. Von letzter Woche? Was habe ich bekommen? Ich habe eine 5! Oh mein Gott! 1 plus oder mit die Sternchen. F ist sogar 6, ne? Ich habe eine 6. Du hast eine 1 plus, ich habe eine 6. In Geschichte oder was? Ich bin anders.
Tessinas clever. Industrielle Revolution ist kompletter Käse. Gib mir deinen Tessina oder ich schlag dir mit der Brechstange. Ich schlag dir selber. Wie in echt sagt, er hat eine 5 minus und schreibt wie in echt. Oh Mann, oh Gott, das ganze Schlägerjunge, haben die keinen Unterricht? Was ist mit denen? Mir fehlt $1, damit ich... Ja, das ist ja schade, ich kaufe mir nochmal 2 Kebos. Ich habe jetzt durch meine 1 plus, habe ich natürlich volle Gesundheit wieder. Ich nicht, aber ich kann einen trinken. Das gibt gar keine HP. Das macht dich nur schneller. Oh, und ich habe mir 5 Stück gekauft. Na dann Käse, Leute. Und die Keule. So, jetzt sind wir voll. Oh, wir müssen schon wieder nachsitzen. Gott, jetzt sind die Fenster verbarrikadiert, Heilige. Ja. Okay, letzte Stunde nachsitzen, dann sind wir frei. Es sieht so aus, als ob Mo die Fenster verbarrikadiert hätte und wir haben keine andere Möglichkeit, als durch den Flur zu gehen. Okay, ist ja niemand, ne? Sind wir ja easy. Sind wir safe. Ich gehe richtig stabil vor. Hä, wo sind die alle? Oh, oh. Hä? Ja, der ist da, der Atze. Nein, Mo ist da. Oh, scheiße, wohin müssen wir, Ben? Wohin müssen wir? Ich verstecke mich hier im Kasten. In dem Schließfach. Ist der vorbeigelaufen? Ich kann nichts sehen. Ja, er ist vorbeigelaufen. Ich komme nicht mehr raus. Raus. Okay, doch, Ben. Nee, wie denn? Soll ich dich rauslassen? Ja, bitte. Bist denn du drin? Ach, hier. Junge, da war noch einer drin. Der war am selben. Okay, jetzt aber ab durch. Den haben wir komplett hops genommen. Junge, der hat diese Potion. Ich will mal wissen, was die kann. Der soll die mal benutzen. 2 haben eine Potion. Die haben aber unterschiedliche Farbe. Och, Mann. Oh, was ist das denn? Garagentor zu. Jetzt kommt der am angesprintet. Der hat so Stress. Oh, oh. Wir können ja gar nicht ausweichen. Was machen wir jetzt? Bosskampf oder wie? Ja, mit einem Hammer. Hallo, Schüler. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mir entkommen? Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe entschieden, dass wir ein letztes Spiel zusammenspielen müssen, bevor ihr euer Nachsitzen beendet. Ich bin Verfolgerball. Boah, Völkerball wäre geil, ja. Kämpft um euer Leben. Ach, okay, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so ein geiles Spiel irgendwie. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Sehe ich mich lieber bei Fußball oder so, aber ja. Okay, ich hab ja nach wie vor... Oh Gott. Oh, er macht einen Jumper. Ja, der macht... Er macht gleich einen dritten Jumper. Hammer. Und noch einen. Ich bin einmal gehittet. Oh Gott. Ausgewichen. Nice. Hit. Oh, oh Gott, er buddelt. Oh. Explosion. Hit. Oh, oh Gott, er schmeißt Karotten, Alter. Passt, weil ich schieße mit Tomaten. Boah, das wird ein Speedrun. Wir haben hier richtig viel abgezogen. Ja, das wird heftig. Gleich macht er einen Dreher, glaube ich. Nee, jetzt, Dreher? Oh, Alter! Der hat komplett einen Eisdreher, Tornado-Dreher gemacht. Ja, ich ziehe halt leider nicht so viel ab mit diesen Tomaten-Ding. Wir müssen dann mehr in Nahkampf. Geh auf Nahkampf. Oh, au! Das war nicht so direkt gut, glaube ich. Sind wir beide auf die Fresse geflogen. Ja, so hittet man viel schneller. Aber jetzt muss ich wechseln auf Distanz. Okay, treff keinen Schuss, Leute, schade. Wir haben 2 Drittel. Geht schnell. Mann, aber manche helfen gar nicht. Nee, manche chillen da nur. Ich bin hier komplett, ich hab echt schon ganzes Feld, habe ich den hier schon hingeschleudert, ey. 200 Tomaten, wenn das mal reicht. Boah, das war aber ehrlich ein Speedrun jetzt hier, ne, wenn wir den besiegen. Wie lange haben wir gebraucht? 30 Minuten ungefähr, würde ich sagen. Oh. Zack, zack, schnell, Lina, nochmal ein Speedrun jetzt hier am Ende nochmal schnell. Ja, Risiko gut. Auch gehen mal. Ja, Risiko auch. Oh. Nice. Ja. Nice. Erstmal ein Kaffee, let's go. Ein Kaffee sippen. Stimmt, hätte ich ja nehmen können für einen Kampf. Jetzt habe ich hab noch 3 übrig. Es sieht so aus, als ob es endlich vorbei wäre. Dann haben wir das Garagentor auf hier. Ah, ja, perfekt, danke. Tschüss. Tschüssi, jetzt kriegen wir einen neuen Rucksack. Stimmt, sicher, bei 2 Wins? Ja, ich glaube schon. Nee, erst ab 5 Wins kriegen wir einen orangen. Nein. Alter, hat hier einer einen schwarzen Rucksack, 150 Wins, das wäre anders krass. Nee, alle nur weißen. Alle Noobies, ne? Alles Noobies. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen im Mox Academy. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert doch den Kanal. Natürlich, 2 Klicks liken und abonnieren, wichtig, Leute. Bis morgen, euer Benson. Ciao.